Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück hier auf dem Kanal Tim Held. Ja, ich denke, viele von euch werden es mitbekommen haben. Ja, mein Freund, damaliger Freund Jasnero, hat zusammen mit dem YouTuber KuchenTV ein Video gegen mich gemacht, eine sogenannte Kanalzerstörung, was super geklappt hat auf jeden Fall. Denn wenn man einfach mal auf Social Blade guckt, war gestern einfach wieder so ein Tag, wo ich richtig viele Abonnenten dazu bekommen habe, obwohl ja das Video gegen mich rauskam. Also ja, ihr habt die Leute wirklich super überzeugt vom Gegenteil, also herzlichen Glückwunsch. Und um ehrlich zu sein, verstehe ich auch nicht, wie man mit Leuten wie KuchenTV rumhängen kann. Das ist halt, der Typ ist halt so ein Meme mit den Aktionen, die er schon durchgezogen hat, aber dazu kommen wir später noch. Ja, damit ich hier in diesem Video heute nichts vergesse, weil im letzten Video hat er sich ja beschwert, dass ich nur 6 Worte hintereinander aussprechen kann. Naja, das liegt vielleicht daran, dass ich kein Skript habe. Weißt du, Jasnero ist halt so, der kann sich das, was er sagt, kann er sich tagelang vorher, kann er sich da zurechtsuchen, dass er halt genau weiß, was er wie sagen kann und so weiter, schreibt sich das auf und liest es einfach nur vor. Ich mache das hier komplett Freestyle-mäßig, aber da erkennt Jasnero natürlich keinen Unterschied dran. Ja, ich habe mir auf jeden Fall so ein paar Stichpunkte gemacht, was ich gerne zu dem Video sagen würde, und ich hoffe einfach mal, dass Jasnero sich dann noch endlich löscht, weil genau das ist das, was ihr verdient hat. Heute mal ohne meine Freundin, weil die ist viel zu süß für die Kamera, die kann ich hier nicht lassen. Das Shirt gibt es übrigens bei Into the M mit dem Code KuchenTV, kriegt ihr 10% Rabatt. Außerdem habe ich Merch, checkt auf jeden Fall mal die Beschreibung ab, da findet ihr auch meine anderen Partner. Ja, das erste, worüber er sich aufregt, ist das Rauschen in meinem Video, und das war nun mal der Wind, also sorry, dass ich keine 10 Millionen Euro habe. Ich meine, Jasnero, du hast selber nur 40.000 Abonnenten, du hast sogar noch ein bisschen mehr als ich, hast insgesamt mehr Klicks gemacht als ich, das heißt, du hast durch YouTube mehr Geld bekommen. Du weißt ganz genau, dass ich so ein Assi bin, ich habe keinen Schulabschluss, gar nichts, also ich mache hier meine Videos, versuche mich damit über Wasser zu halten. Sorry, dass ich da kein Geld hatte, um mir ein richtig klasse Mikrofon zu kaufen. Aber auf sowas zu gehen, ist natürlich immer cool, wenn man das Geld hat. Ey, du bist also, weißt du, sowas geht meiner Meinung nach einfach gar nicht fit. So, ja, nur weil ich halt nicht die finanziellen Möglichkeiten habe, mir das beste Equip zu holen, werde ich hier von dir so fertig gemacht. Also das ist wirklich einfach nur Spaß. Da meintest du ja, dass du mich nicht gefrontet hast, irgendwie, weil es dir um die Klicks ging oder so, sondern einfach, weil du das mal dir von der Seele loslassen wolltest. Und da habe ich eigentlich nur eine Frage an dich, Jasnero. Wenn ich so auf deinen Kanal gucke und mal schaue, wen du bisher so alles fertig gemacht hast, sage ich mal, dann erkenne ich da eigentlich nur große YouTuber. Das sind so Leute wie Rebecca Wing, die knapp 1 Million hat. Dann sind da so Leute wie Pharao, der glaube ich 200 oder 300.000 hatte. Also generell, wenn man sich deinen Kanal einfach mal so anguckt, sind da nur Leute, die viel mehr Abonnenten haben als du. Das ist kein Neid, ne? Nein, überhaupt nicht. Das ist halt zufällig so, dass du nie YouTuber fertig machst, die kleiner sind als du. Na gut, gibt ja auch kaum welche, ne? Aber trotzdem. Falls ihr euch übrigens wundert, warum das Video so überbelichtet ist, meine Kamera, also ich muss das hinter mir überbelichten, damit ich normal bin. Keine Ahnung, warum die, also eben hatte sie gute Einstellung, aber das macht sie halt nur bei diesem automatischen, das macht sie halt immer mal wieder, und dann wird das Bild wieder richtig dunkel. Das kann ich halt auch nicht benutzen. Ja, es tut mir leid, das ist Kenne, meine Freunde. Kann man nichts machen. Ja, dann meintest du noch, dass ich ja die Sprechpausen rausschneide. Wie gesagt, du hast halt ein Skript. Ich muss hier freestyle-mäßig alles reden. Deswegen verstehe ich nicht, wie man das als Front nutzen kann. Aber wie gesagt, für deine komischen Kuchenkinder und so weiter reicht das ja natürlich. Hat man auch schon in den Kommentaren gesehen. Ja, wenn man auf Social Blade so guckt, wie gesagt, bei mir läuft momentan ziemlich gut. Auch generell, das fand ich immer noch mega lustig. Du machst ein Video gegen mich, wo du sogar sagst, dass man mich haten und deabonnieren soll und so weiter. Und im Endeffekt kriege ich halt an dem Tag 300 Abonnenten dazu. Also vielen lieben Dank für das Geschenk. Ich habe leider nicht Geburtstag, aber ich nehme das schon mal dafür. Deine Freunde nehme ich dann auch gerne. Ja, das nächste ist dann, dass du ja bei WhatsApp gezeigt hast, einen gefakten Chatverlauf mit irgendeiner Person, die mir ehrlich gesagt ziemlich unbekannt ist, wo du meintest, dass du ja doch danach gefragt hättest, dass du halt ein Video gegen mich machen darfst, beziehungsweise mich erwähnen darfst. Das ist aber vollkommener Quatsch. Also ihr könnt ja den Screenshot euch selber angucken. Da oben steht Tim Kuchengeschmack oder Tim Kuchenge, was auch immer man da lesen kann. So. Also ich heiße Tim Held, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber das bin garantiert nicht ich. Ja, also soweit ich weiß, ist das KuchenTV, der nennt sich irgendwie so bei WhatsApp, ja, mit dem dann irgendwelche Screenshots oder Chatverläufe zu faken, damit du mich damit fronten kannst, dass du mich ja doch gefragt hast, ist also wirklich einfach extrem armselig, muss ich sagen. Also das ist selbst für dich wirklich die unterste Schiene. Also ich bin jetzt keiner, der irgendwie mit WhatsApp-Verläufen oder so kommen will, aber eine Sache will ich euch dann doch mal zeigen, ja. Wenn du schon fakest, ich zeig aber jetzt mal wirklich was Echtes. Und zwar hat er mir an dem Abend nach seinem Video, sogar noch eine Sprachnachricht gemacht, wo er sich tatsächlich entschuldigt hat bei mir. Ja, die will ich euch nicht vorenthalten, die zeige ich euch jetzt einfach mal so. Ja, ihr könnt dann wieder schreiben, dass ich leake, aber egal. Yo, ich habe nochmal so ein bisschen über diese ganze Sache nachgedacht, die in den letzten Tagen vorgefallen ist. Und ich muss sagen, es tut mir leid, dass ich dich in dem Video gefrontet habe. Ich wusste nicht, dass es hinterher so eskaliert. Also ich hatte damit, wie gesagt, keine bösen Intentionen. Ich meine, dein Video hätte zwar auch nicht sein müssen, aber ja, ich hab's halt angefangen, es tut mir schon irgendwie leid. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber wir können doch bestimmt nochmal irgendwie Kontakt bekommen. Ich meine, ich brauche immer noch ein paar Abonnenten von dir. Guck, das ist einfach so dieser typische armselige Robin-Move, weißt du, so im Hintergrund weiß er nämlich ganz genau, so meine Crew steht halt einfach komplett hinter mir so, ja, und die hätten auch alle Videos gegen Jasnero und so weiter gemacht. Ich war so nett, hab gesagt, nee, komm, lass, ich klär das alleine, ja, und dann kommt Jasnero halt wieder angekrochen, weil er nämlich genau weiß, was für ein Scheiß er da in dem Video erzählt hat. Warum sollte er sich entschuldigen, wenn er nichts falsch gemacht hat, ja, also da müsst ihr einfach mal so drüber nachdenken, dann hätte er ja gar keinen Grund dazu. Ja, und wie gesagt, alleine, dass du da so gefällt
eingeprägte WhatsApp-Verläufe quasi zeigst, beziehungsweise den einzeigst, das ist einfach armselig. Warum sollte ich dir erlauben, mich zu fronten? Ganz ehrlich, was soll das? Ja, wenn man mit jemandem befreundet ist, dann frontet man sich nicht, dann unterstützt man sich gegenseitig. Ja, und ich meine, nur weil bei mir mit diesem Video halt ganz gut gelaufen ist, ja, sorry, das war jetzt so mein zweites Video, was mal so ein paar mehr Klicks hatte, und du holst direkt den Neid raus und machst direkt so ein Video gegen mich. So, was soll das? Ja, warum kannst du da nicht einfach mal hinterstehen und sagen, ja, Tim, das ist toll, dass bei dir läuft, das freut mich. Und das verstehe ich einfach nicht. Also deswegen, ich denke, es werden auch noch viele mitbekommen, dass du echt eine falsche Schlange bist, so. Das nächste, was du dann noch gesagt hast, ja, dass ich ja kein Herzblut da reinstecke, weil ich für das Video nur irgendwie 20 Minuten oder so gebraucht habe. Also, Just Nero, ganz ehrlich, das ist halt wieder so ein Argument, was ich von dir überhaupt nicht verstehe. Ich meine, du weißt ganz genau, dass ich eigentlich ein richtig perfekter Mensch bin, so. Ich kann super krass arbeiten, ich bin super schnell, ja, ich bin quasi der Flash in der Videoedition. Und wenn ich halt so eine Idee habe, dann nehme ich das schnell auf, zack, zack, ich kann dir so einen Hollywood-Streifen, den kann ich dir ein paar Tagen zusammenschneiden, wo die Monate verbrauchen. Ja, ich meine, ich kann nichts dafür, dass ich äußerst talentiert bin und dann irgendwie so ein richtig klasse Video von mir, wo ja wirklich auch dann Arbeit drinsteckt, halt in 20 Minuten mache. Ja, das ist halt die Tim-Held-Zeit so quasi, ja. In normaler Menschenzeit, in Just Nero-Zeit, dann würde ich dafür wahrscheinlich auch ein paar Tage brauchen, so, ne. Aber ich bin halt sehr schnell, ich bin sehr konzentriert, ich arbeite da halt einfach dran. Und deswegen fand ich das schon, ja, sag ich mal, ziemlich lächerlich von dir, sag ich mal, wirklich da, mich irgendwie mit zu fronten. Ja, und ich meine, auch abgesehen davon, es kommt auch gar nicht auf die Zeit an oder auf die Cuts oder sowas, die man im Video setzt, sondern immer noch, wie das Video halt gemeint ist, sag ich mal. Und ich meine, wenn du so schaust, mein Kanal läuft ja ganz gut, ne, die 300-Worte-Challenge kommt richtig gut an, auch dieses Bibis Beauty Palace Video kommt richtig gut an. Das, was ich mache, das wollen die Leute anscheinend sehen. Ja, also das unterhält die Leute. Wenn ich da in die Kommentare gucke und mir schreiben da so richtig viele Leute hin, geiles Video, ja, dann fehlt eigentlich nur noch, dass sie mehr Merch kaufen und dann bin ich komplett glücklich. Ja, und das verstehen Leute wie du halt einfach nicht. Ich weiß nicht, wo dieser Neid generell aus dieser kompletten Meinungsblogger- und Kanalzerstörer-Szene herkommt, so. Ja, ich meine, lass uns doch die Videos machen, wie wir wollen. Ich meine, wir tun doch damit auch gar keinen Weh. Ja, da machen wir halt ein bisschen Clickbait oder sowas. Was ist daran so schlimm? Ich meine, niemand macht die Videos für sich selber. Aber da kommen wir später nochmal genauer drauf. Ja, finde ich auf jeden Fall einfach kacke, dass, weil meine Videos als unterhalten und du einfach der unlustigste Cringe-Typ auf YouTube bist, dass du da quasi mich einfach so fronten willst und dann so ein billiges Video dazu raushaust. Also das geht meiner Meinung nach einfach gar nicht. Ich meine, genauso frontest du mich ja danach, dass ich ja nur auf große Zahlen gucke, weil ich halt gesagt habe, dass du mehr Abonnenten hast als ich oder dass ich ungefähr so viele habe und das bei mir viel besser läuft. Ja, ich meine, sorry, niemand macht die Videos für sich selber auf der Plattform. Ja, wenn ich die Videos für mich selber machen würde, dann brauche ich die nicht hochladen, dann kann ich die drehen, schneiden, dann kann ich die zwei Freunden schicken oder so und dann war's das. Ja, ich meine, jeder, der hier Videos macht, den geht es nur darum, irgendwie groß zu werden, sonst würdet ihr keine Videos machen. Ich meine, guck mal, zum Beispiel in deinem Video, du hast doch auch so ein professionelles Thumbnail von Kevstar Style bekommen, der die besten Thumbnails auf YouTube macht. Warum ich jetzt unscharf bin, verstehe ich ehrlich gesagt gerade nicht. Okay, jetzt geht's wieder. Also, warum der Kevstar Style dir da, also der Kevstar Style hat dir selber so ein richtig gutes Thumbnail für das Video gemacht. Ich meine, warum machst du Thumbnails, wenn es dir eh nicht um die Klicks und Abonnenten geht? Ja, ich meine, das Thumbnail ist eine der beiden Sachen mit dem Titel zusammen, was die Zuschauer vorher sehen. Und da machst du da schon was sehr gut gemacht ist, das muss man ja sagen, hat er wirklich klasse gemacht, der Kev, ja. Was natürlich trotzdem schon so ein bisschen catchy ist, so, ne, siehst du, okay, der wird da geschlagen, sag ich mal, ne, was auch wieder, also ich kann nicht dafür Drogen anzeigen, um ehrlich zu sein. Ja, ich meine, du packst mich da drauf, wie ich da gerade von irgendwie von einem Baseballschläger oder sowas erschlagen werde. Ich weiß nicht, ob du Gewalt oder so lustig findest, aber ich finde, darüber macht man keine Witze. Ja, weißt du, wie viele Leute damit schon umgekommen sind und du machst dich gerade über alle lustig. So, das geht meiner Meinung nach wirklich einfach gar nicht fit. Ja, aber wie gesagt, das Ding ist halt einfach, jeder macht, also jeder will Abonnenten und so weiter haben und du mit deinem Thumbnail doch auch. Ich meine, wenn es dir nicht um die Klicks geht, warum nimmst du nicht das von YouTube vorgeschlagene? Warum machst du dann überhaupt welche? Das macht gar keinen Sinn, also du widersprichst dich da einfach selber in deinem Front. Ja, genauso mit deinem Titel irgendwie, mit Zerstörung und so und Featuring KuchenTV natürlich noch drin. Ich meine, das alles machst du doch, damit die Leute einen Grund haben, auf dieses Video zu klicken. Sonst nenn deine Videos doch einfach Punkt und mach kein Thumbnail. Dann würdest du mal zeigen, dass es dir wirklich nicht um Abos geht. Ja, das nächste ist, ja, dass ich ja angeblich doch so großen Clickbait mache und dass meine Videos ja abgesehen davon überhaupt gar nicht geguckt werden. Und da hast du recht, diese Videos haben natürlich auch weniger Klicks, aber du solltest auch mal überlegen, was ich in diesen Videos überhaupt mache. Ja, also ganz ehrlich, ich habe Videos, die wirklich nur unterhalten sollen. Ja, das sind dann so Videos wie zum Beispiel die Worte Challenge. Das ist ja nur zur Unterhaltung so. Oder auch dieses Beauty Palace Video. Das sind halt zwei Videos, womit ich die Leute halt wirklich unterhalten möchte die ganze Zeit. Ja, ist doch klar, dass sowas mehr Klicks hat, als wenn ich zum Beispiel so einen Greenscreen vorstelle, den ich mir gekauft habe, damit meine Zuschauer ein bisschen über meinen Amazon-Link ein paar Produkte kaufen, damit ich Geld darüber kriege. Ja, also das ist doch ein kompletter Unterschied. Es ist doch klar, dass die Videos, die unterhalten sollen, mehr Klicks bekommen als die, wo es eher, sag ich mal, um so normalere Themen geht, wo man auch so ein bisschen hinter die Fassade von Tim Held guckt. Ja, und dass du das natürlich wieder als Front benutzt, ist halt einfach lächerlich. Ich meine, guck dir deine Pokémon-Videos an. Du hast auch ein Pokémon-Video, das ging mir durch die Decke, aber der Rest einfach scheiße, hat auch kaum Klicks. Und deswegen sind das von mir halt trotzdem keine Clickbait-Videos, weil genau das, was ich da
sage, das mache ich ja auch, ne, was im Titel steht. Und Caps Lock, das catcht halt so ein bisschen die Zuschauer, keine Frage, aber deswegen ist es für mich halt einfach noch kein Clickbait so. Du siehst ja auch an den Abonnenten und so weiter, wenn so ein Video von mir so ein bisschen durch die Decke geht, wie zum Beispiel dieses Bibi-Video, habe ich auch dementsprechend mehr Abonnenten an dem Tag dazu gewonnen. Das bedeutet, dass die Leute, die da draufklicken, auch wenn es ihnen nur vorgeschlagen wird oder wenn sie es halt sehen, gucken sie es sich und denken so, geil, Tim Held, den abonniere ich. Und deswegen ist das für mich einfach kein Clickbait, weil die Leute, die mögen das so. Ja, und da kannst du halt auch überhaupt nichts gegen sagen. Das nächste war, dass ich dir angeblich mit Patreon irgendwie in den Rücken gefallen bin und dass ich angeblich nicht hinter dir stand. Das waren so auch noch zwei Fronts, die du gebracht hast, die auch wieder absolut aus dem Zusammenhang gerissen sind. Also erstmal die Patreon-Sache, ich find's lustig, dass du sagst, dass ich dir da in den Rücken gefallen bin und dann zeigst du einen Screenshot aus dem Kanal von Aikuchen. Ich habe mit Aikuchen halt überhaupt nichts zu tun. Das ist, also wir sehen uns halt nicht mal ähnlich, ja, wenn du die mal so nebeneinander schneidest. Ja, okay, das Gesicht vielleicht ein bisschen, aber allein Frisur und so weiter, das sieht komplett anders aus. Ja, und das ist halt einfach lächerlich von dir quasi, dass du da irgendeine Person raussuchst, die vielleicht ein paar Ähnlichkeiten mit mir hat, einfach nur um zu sagen, ja, das war aber auch wieder Tim Held. Weißt du, du versuchst einfach krampfhaft, mich irgendwie schlecht dastehen zu lassen und das geht meiner Meinung nach einfach gar nicht fit. Und ich verstehe auch nicht, was du damit erreichen willst, um ehrlich zu sein. Weißt du, anstatt einfach mal zugegeben, dass du Scheiße gebaut hast, wie du es mir in der Sprachnachricht machst, versuchst du da alles aus dem Zusammenhang zu reißen und mir irgendwie zu schaden. Ja, also das geht meiner Meinung nach wirklich gar nicht fit. Ich meine, genauso, dass ich überhaupt nicht hinter dir stand, ist auch gelogen. Wisst ihr noch, als Jas Nero letzten oder vor 2-3 Monaten Beef mit ABK hat und ABK versucht hat, ihn als Pädophil und so weiter darzustellen? Da stand ich hinter Jas Nero. Wir waren nämlich ein Wochenende in Köln, das weiß gar keiner. Da waren wir halt, so ein Meeting hatten wir halt wegen dem Product Placement, was ich ihm klar machen wollte, weil ich nämlich ein Ehrenmann bin. Das war so ein richtig gutes Placement, er hat dafür 10.000 gekriegt, das hat leider aus anderen Gründen da nicht geklappt, aber das habe ich als Freund versucht so. Und dann sind wir halt aus dem Hotel raus, ich habe ein schickes 5-Sterne-Hotel habe ich ausgegeben für Jas Nero, für meinen Kumpel so. Und dann standen halt vor der Ding, standen halt ein paar Türken, weil ich das irgendwie rumgesprochen hat, dass wir halt in dem Hotel sind und die wollten Jas Nero halt schlagen, das waren irgendwie so 5-6 Leute oder so. Ja, ich bin nicht weggelaufen, ja, ich habe mich vor dich gestellt und meinte so, Leute, lasst ihn in Ruhe, ja, was soll das denn? Das ist doch einfach nur kindisch, was sie machen. Ja, dann hab sogar eine auf die Schnauze gekriegt als erstes, weil er mich angegriffen hat, um dich zu verteidigen. Ich habe dann irgendwie 5 Leute zu Boden gerangen, der eine ist da weggelaufen, du standest halt die ganze Zeit so zitternd dahinter und hattest irgendwie Angst, dass du irgendwie auch was abbekommst, während ich da die Schläge abgekriegt habe. Einfach nur für dich. Ich hatte mit der Sache nichts zu tun, ich hätte einfach weggehen können, sagen können, jo, regel das mal alleine. Habe ich aber nicht. Und mir dann vorzuwerfen, dass ich nicht hinter dir stehe, das ist wirklich absoluter Quatsch. Oder was ist zum Beispiel da, wo du Stress mit deiner Freundin hattest? Da hast du mich bei WhatsApp angeschrieben, da bin ich extra noch 400 Kilometer zu dir gefahren an dem Abend, wo wir noch ein bisschen feiern waren und so weiter, wo du dann sogar noch dieses komische Mädchen abgeschleppt hast, obwohl du noch mit deiner Freundin zusammen warst. Ja, das weiß ich nämlich alles. Ja, und sowas wird natürlich einfach weggelassen. Ich habe deiner Freundin nichts gesagt, weil ich meinte, okay, es war scheiße, aber musst du wissen, ich will mich da nicht einmischen. Das geht einfach gar nicht von dir, wirklich, weißt du? Und sowas, das wird halt immer weggelassen. Weißt du, das ist das Ding. Sobald du mit irgendeinem Freund oder sowas Beef hast, es werden alle Sachen, die du für den gemacht hast, werden einfach weggelassen so. Die gab's einfach gar nicht. Weißt du, das Einzige, was dann jeder weiß, sind die schlechten Sachen. Und dann, davon hat er ja nicht mal eine genannt, weil es halt einfach nichts gegen mich gibt. Was willst du gegen mich sagen? Ich bin einfach ein toller Freund, ich bin ein guter Typ. Und der letzte Punkt ist auch einfach noch, den ich habe, dass du dir halt einfach Kuchen TV als Feature-Part geholt hast, ist halt meiner Meinung nach auch einfach peinlich. Ja, also viele wissen, ich verstehe mich mit Kuchen TV jetzt auch nicht allzu gut. Wie gesagt, ich finde es einfach eine Witzfigur, wie er da auf KSRX Bühne und so weiter gesprungen ist. Das geht meiner Meinung nach einfach gar nicht fit so. Und den als Feature-Part zu holen, ist halt einfach peinlich so. Ne? Klar, wenn man seine Streitigkeiten natürlich nicht alleine klären kann, dann geht das natürlich nicht anders. Viele werden jetzt sagen, ja, aber du hattest auch Gina. Ja, aber Gina war halt quasi so als mentale Kraft einfach, als Stütze dabei. Ja, wisst ihr, ich habe zu Hause locker einen Tag irgendwie durchgeweint, als ich das Video gesehen habe, weil ich nicht verstehen kann, wie jemand seinen Freund sowas antun kann. Der hat mir einfach quasi ein Messer in den Rücken gerammt, ja, wo ich ihn gerade irgendwie ein tolles Geschenk hier in der Hand hatte. Ist er von hinten gekommen, hat mich getötet. Und das hat mir wirklich einfach das Herz gebrochen, muss ich sagen. Und das geht meiner Meinung nach einfach gar nicht fit, sowas zu machen. Ja, und sie war einfach nur da, um mich ein bisschen zu stärken, um mir Kraft zu geben, damit ich das auch wirklich durchhalten kann. Ja, und wie gesagt, Kuchen TV da reinzuholen, der dann einfach wieder 2 Minuten irgendeinen Quatsch labert und so weiter. Unsere 20.000 oder 10.000 Kalorien-Challenge, die war echt, du kannst Manuel fragen, der würde nicht lügen. Ja, das ist ein total netter, sympathischer Typ, der würde niemals irgendwie Lügengeschichten oder so erzählen. Deswegen, also das war halt auch nicht der gleiche Burger. Ich meine, wir haben halt nicht immer aufgenommen, sobald der erste Biss war, sondern immer so ein Stück später, damit man das so cool aneinander schneiden kann. Ja, und das dann irgendwie als Lüge oder sowas darstellen zu wollen, ist auch peinlich. Ja, außerdem sind das halt so extra Fenster, wo dahinter quasi einfach so ein Licht ist. Das ist so ein neuer McDonald's, sage ich mal. Deswegen war es halt in der Nacht auch ganz normal hell, weil das einfach diese Lichter da waren. Das war nicht die Sonne. Ja, aber sowas wird natürlich einfach weggelassen. Da wird einem natürlich auch nicht geschrieben. Auch KuchenTV meldet sich nicht, klar. Man kann mit Jas Nero ein paar Klicks geiern, warum nicht? Das geht meiner Meinung nach einfach gar nicht fit. Ja, was soll ich noch dazu sagen? Ich denke mal, mit diesem Video habe ich Jas Nero jetzt auf jeden Fall ganz gut wieder eins reingegeben. Ich denke mal, dadurch, dass er sich entschuldigt hat, dass er auch nicht noch ein Video machen wird. Und dann hoffe ich einfach mal, dass sich das Ganze jetzt so ein bisschen legt. Ich hoffe, dass meine Tim Held Army auf jeden Fall hinter mir steht, obwohl wir brauchen noch einen cooleren Namen. Ihr könnt ja einfach mal einen Namen für unsere Army in die Kommentare schreiben. Irgendwie die Helden oder so mit DT, so die Helden. Ja, so ein bisschen auf meinen Nachnamen gespielt, wäre vielleicht ganz cool. Dann kauft mein Merch, kauft was bei meinen Partnerprogrammen. Da würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, meine Freunde. Bis dahin. Okay, thanks, bye.